Ein Virus macht den Aktienmärkten Angst. Das gilt im Mindesten heute für die asiatischen Aktienmärkte. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, es ist schon ein ziemlich herber Verlust, den da teilweise die chinesischen und andere asiatische Märkte hinnehmen müssen. Und das Ganze ausgelöst durch einen Virus. Wir sehen hier, dass die Märkte reagieren, nicht nur die Aktienmärkte, auch die Anleihenmärkte. Devisenmärkte, Flucht in die Sicherheit, Yen wird stärker, Anleihen werden gekauft, Risikoassets werden abverkauft, so die Reaktion wie etwa hier beim Hang Seng heute Nacht. Und der Grund ist ein Virus, das in dieser Region ausgebrochen ist oder ihren Ursprung wohl in dieser Region hat, in Wuhan, eine Stadt mit ca. 11 Millionen Einwohnern, siebt, achtgrößte Stadt in China, wäre in Deutschland, naja, ganz knapp vor Berlin die größte Stadt. Und jetzt ist es so, dass es Berichte gibt, dass nicht nur in anderen chinesischen Städten wie Shanghai und Peking schon Infizierungen vorliegen durch das sogenannte Coronavirus. Und dieses Coronavirus, dazu komme ich gleich, ist ziemlich aggressiv und sehr, sehr flexibel, kann man sagen. Jedenfalls ist hier in dieser Stadt Wuhan eben der Ursprung offenkundig. Und das große Problem ist jetzt, dass am 25. Januar das Neujahrsfest ist in China, wo hunderte Millionen von Chinesen reisen werden, meistens in die Heimat, wenn sie aus der sie ursprünglich stammen. Und damit natürlich die Verbreitungschance des Virus noch erheblich steigt. Inzwischen scheint klar zu sein, dass das Virus wirklich von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Schauen wir uns hier mal dieses Virus an. Es ist aus demselben Stamm vermutlich wie damals im Jahr 2000 der SARS-Virus. Da erinnern Sie sich vielleicht noch an die Bilder, wo alle mit diesen Masken da rumliefen in asiatischen Ländern. Und es ist praktisch ein Virus, das eben Artenbarrieren überspringen kann. Das ist sozusagen auch der entscheidende Kasus Knaxus hier an der Geschichte. Hochflexibel, hochanpassungsfähig, genetisch hochvariabel, wie es im Fach Chinesisch heißt sozusagen. Jedenfalls sehen wir, dass dieses Virus hier ein Abbild eines solchen Virusstammes, dass das natürlich erhebliche ökonomische Auswirkungen haben kann, wie auch 2003. Da ist vor allem natürlich dann erstmal die Reisebranche betroffen, die Tourismusbranche, Flüge werden gestrichen etc. Also das kann durchaus dann, wenn diese ganze Geschichte weitergeht, durchaus naja, weitreichende Folgen haben. On the long run dürfte das dann nicht so wirklich eine große Rolle spielen, wenn dieses Virus wieder eingedämmt werden kann. Aber die Asiaten haben ja die Tendenz, relativ zahlreich zu sein und sehr eng zu siedeln. Und damit ist natürlich die Verbreitungschance, vor allem in Asien, für dieses Virus besonders hoch. Das ist also die Situation, negative Reaktion der Aktienmärkte in Asien, damit auch die Futures in Europa, respektive die US-Futures tiefer. Wir haben heute Daten, einen ZEW-Index aus Deutschland, dazu gleich mehr. Dann eine Rede von Donald Trump in Davos, Weltwirtschaftsforum. Da wird er sich äußern. Ich hab alle lieb, ist wahrscheinlich der Tenor. Und 20 Uhr dann die Zahlen von Netflix. Aber schauen wir uns erstmal hier den ZEW-Index an, der durchaus maßgeblich daran beteiligt ist, dass man wieder so ein bisschen Konjunkturhoffnung hat in Deutschland. Wir hatten das letzte Mal aus dem Dezember positive Zahlen über der Nullermarke, 10,7, nachdem wir hier 6 Monate negativ waren. Jetzt wird eine weitere Steigerung erwartet von 10,7 auf etwa 15,0. Also da wird man sehr genau drauf schauen, ob jetzt wirklich diese Konjunkturhoffnungen, die die Märkte ja längst eingepreist haben, ob die wirklich realistisch sind. Apropos eingepreist, wir sehen etwa hier den S&P 500 mit 3 Standardabweichungen über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist selten und praktisch noch nie vorgekommen oder in der Form ganz, ganz rar. Wir haben ähnliche Werte, ähnliche Überkaufswerte zuletzt im Januar 2018 gesehen, als es da auch ein bisschen ungemütlich wurde. Wir sehen hier jetzt, dass der S&P eben seit auf dem am weitesten über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt, seit Januar 2018. Hier sehen wir diese ähnliche Entwicklung. Wir haben ansonsten noch Interessantes hier etwa zu dem Fakt, dass etwa 27% der S&P 500 Werte absolut überkauft sind, mit einem RSI deutlich über 70, die Apple-Aktie mit einem wöchentlichen RSI über der 90er-Marke.
Normalerweise, so sagt hier Sentiment Trader, ist dann selbst in Bullenmärkten in den nächsten 2 Wochen der Kurs des S&P 500 hier nach unten gegangen. Kann diesmal anders sein. Diesmal wird eh alles anders sein. So viel scheint ja schon mal klar. Schauen wir uns mal die Dinge in den Charts an. Was ist da zu erwarten? Und was wir hier sehen, die Charts von Capital.com, das ist der China A50, wo also die 50 am stärksten marktkapitalisierten chinesischen Aktien drin sind. Und wir sehen, da rauscht es doch einigermaßen nach unten. Auch der Nikkei mit minus 0,9% im Minus. Der Hang Seng war 2% im Minus. Zuletzt schauen wir uns vielleicht auch mal die Aktie von Netflix an. Um 22 Uhr ja die Zahlen. Hier sehen wir einen längerfristigen Chart. Da hatten wir ein Hoch im Juli 2018 ungefähr über der 400er Marke. Dann ging es runter auf 240, Konkurrenz durch Disney Plus und viele andere. Netflix, ein Unternehmen, das so typisch ist für die Niedrig- oder Nullzinsphase, in dem man wahnsinnig viele Schulden aufhäuft, Unternehmensanleihen platziert, auf die dann eine ordentliche Rendite bezahlt, was für Anleger attraktiv ist, weil es sonst Renditen eben nicht mehr gibt, aber gleichwohl eben möglicherweise ein Milliardengrab langfristig, auch wenn ich persönlich Netflix sehr schätze für seine Serien. Aber sei es drum, schauen wir uns mal die Dinge in den Charts weiter an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, 3314 aktuell. Wir waren da gestern ja schon 20 Pünktchen drüber, ähnliches. Etwa hier sehen wir das ein bisschen deutlicher beim Nasdaq 100 Future, 9122 Abverkauf hier. Der Versuch einer Stabilisierung, was wird das Ganze für The DAX bedeuten? Auch der dürfte mit einem Gap nach unten eröffnen, 13.495, nachdem wir gestern ja schon in Richtung der 13.600er Marke und damit des Allzeithochs gelugt hatten am US-Feiertag. Es hat aber dann nicht gereicht. Wenn wir uns den DAX mal im großen Chartbild anschauen, ist jetzt eben die Frage, ob wir hier so einen Dreifachtop dann letztendlich ausbilden, ja oder nein. Diese Frage ist eben bald zu beantworten. Wir sehen Euro-Dollar 1,1095 wieder unter der 1,11er Marke. Gold kann ein bisschen zulegen durch diesen Coronavirus-Auftritt, 1566, und das amerikanische Crude Oil, das leidet dagegen, 58,13 Dollar, weil eben ein solches Virus durchaus die Wirtschaft bremsen kann, damit die Ölnachfrage, man kennt diese Zusammenhänge. Also ist ein neues Motiv irgendwo. Dieses Coronavirus, das noch nicht wirklich identifiziert ist. Man hat dem so einen Kunstnamen bisher gegeben. Eins ist klar, Menschen infizieren sich gegenseitig. Es ist ein hochflexibles Virus. Jetzt muss man sehen, wie die Dinge hier weitergehen. Die Amerikaner werden sich wahrscheinlich sagen, ja, was interessiert uns ein Virus in China? Das ist ja weniger wichtig, als würde ein Sack Reis in China umfallen. Ne? Das sagt der Amerikaner gerne. Und mal schauen, wahrscheinlich wird er wieder nach oben laufen, wie immer, weil es ist ja sehr billig, diese US-Aktien, gell? Besonders günstig. War ja noch nie günstiger, historisch gesehen. Also, meine Damen und Herren, ich wünsche euch das Allerbeste. Guten Start in diesen Dienstag. Servus und ciao.